Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Rocket League im Daily Ranking. So, ich war heute nicht mal wieder arbeiten. Das war echt ganz angenehm. Ich habe zwar hauptsächlich E-Mails gelesen, weil ich ja nach Neujahr noch nicht arbeiten war, weil ich ja letzte Woche krank geschrieben war. Oh. Nö, das war erwartet. Ich sollte noch jemand nehmen. Ah, verdammt, der kommt nicht weit genug in die Wand, um den wieder zu nehmen. Keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da. Uiuiui, okay, der geht ein Stück zu weit. Ein Stück zu weit habe ich den geschoben. Der geht viel zu weit. Gesaved. Und wieder durchgeschoben. Verdammt, der springt immer so weit weg von der Wand. Muss wieder aufpassen, die Jungs stehen nicht gerne im Tor. Ich verkack's auch gerade. Ja. Ah, da war ich ja noch am Drehen, da konnte er schon anfliegen. Und er fährt halt dort raus. Meilenweit vorbei. Schade, wie gesagt, die Jungs stehen nicht gern im Tor. So, muss ich nur darauf achten. Oh Gott! Er nimmt mich halt volles Ballett mit. An der Stelle dachte ich, bin ich der Einzige, der ihn gut abwehren kann, aber dann hat er es anders gemacht. Huch, abgewehrt. Wissen zumindest. Ha, reingekickt. Benutzt. Ach, aber halt schneller. Durch das Rumfliegen beim Bangen. Ich habe wieder keinen Boost. Ach komm. Warum fährt er denn dort an? Ach, ich mache halt wieder Bullshit, wenn ich mich rumdrehe, aber er kickt mich dabei noch weg. Das war nicht hilfreich. Anstatt ins Tor zu fahren und das zu versuchen. Ach ja. Bus mir vorbei. Ja, Bus mir vorbei, einfach nicht zum Ball. Da rege ich mich schon wieder auf. Für sowas rege ich mich halt immer auf. Dass sie halt so unglaublich untaktische Entscheidungen treffen. Ach. Lass den doch für jemanden, der gut anspringen kann. Und versuch's nicht immer selbst zu machen alles. Das ist, was man beim Fußball als erstes lernt. Abspielen. Das funktioniert auch bei Rocket League am stärksten. Puh. Ach komm, er macht ihn nicht hoch. Komm schon. Move your ass. Schickete. Schickete. Ach Gott, wo kommt der denn her? Ja. Wow. Springt ja halt wieder einer die Ecke ab.
Warum macht man so ein Spielzug? Ah, Mann. Ich raff's nicht. Kann bitte einer von euch erklären, warum man diesen Spielzug tut, wenn da ein Mitspieler steht schon parat, um ihn wieder reinzuspielen? Kann sie halt nicht machen mit denen. Beide springen vorbei an dem Ball. Beide. Der war ja überhaupt nicht absehbar, dass er, wenn er gegen die Wand geht, vom Gegner dort gespielt wird. Oh Mann. Die hat noch solche Botnamen. Da wäre ich ein bisschen aggressiv bei solchen Spielern. Geil. Taktik 0. 60 Punkte. Glückwunsch. Hä? Jetzt. Take the shot, okay. Oh, er luft ihn nochmal hoch. Und du bist nicht in dem Tor! Der letzte Mann ist nicht im Tor, das steht in der Mittellinie und will absnacken. Oh, jetzt sind zwei im Tor. Oh Mann. Da war mein Torschuss. Danach habe ich nicht mehr berührt. Danach habe ich nur die Leute herumgeschubst. Und irritiert. War nicht mein Schuss, aber danke. Mega nice. Wow. Ist keiner. Zack. Zack. Ach, wieder ein Stückchen eher. Ich muss diesen Doppelsprung öfter machen. Zum Hochgehen. Ja, genau den meine ich. Den muss ich mir angewöhnen. Boost. Boost. Dankeschön. Aber hier kann ich halt keinen Sprung machen vorne mehr machen. Ach, verdammt. Ach, der rollt wieder an der Wand lang. Nein, macht er nicht. Aber jetzt ist es zurück hier. Oh, wenigstens oben drüber geleitet. Durch das Rumquetschen. Oh, oh. War ein guter Versuch, den er da gemacht hat. Leute, warum sind sie denn beide jetzt nach hinten gefahren? Ist der einer abgedreht, weil ich neben ihm war? Das wäre bitter. Ah, muss ich mal kurz stehen bleiben und den seitlich machen. Zack. Genau in seinen Lauf gekickt. So, Boost geholt. Oh, er macht ihn nicht direkt.
Okay, da brauche ich nicht hingehen, wenn er das so ist. Dann gehen wir halt ein Stück zurück. Oh, sorry. Oh. Das war haarscharf. Ach, ernsthaft. Ja, ein, zwei. Oh, nice. Sehr gut. Ja, da echt gut abgewehrt, die beiden. Krass. Oh, fuck. Huh! Aber jetzt springt er an jeden Ball. Das muss er jetzt nicht mehr machen. Das reicht. Ich hätte mich mal machen lassen. Ich glaube, ich hätte ihn da ganz gut weggekriegt. Einer ist im Tor, okay. Oder einer steht hinten, hat er gesagt. Sicher sonst Tor, weil er raus ist. Ja, macht halt wirklich. Springt jeden Ball. Plop, plop. Nope, den spielst du nicht. Ein bisschen reingefault. Oh, war keiner da zum Absnacken. Hab ich ihn nochmal hochgemacht, aber das hat nicht geholfen. Nein! Okay, das ist wirklich ein Savior, Mann. Den hat er verdient. Der hat echt viel gehalten. Der hat verhindert, dass wir hier wieder ausgleichen können. Gagner. Den MVP hat er verdient, bin ich der Meinung. Da wurde ich mal gecarried. Würde ich behaupten. Ich meine, wir waren auch nicht komplett schlecht. Also im Vergleich zum Gegnerteam, aber. Also guck mal, der Weevee hatte jetzt, mit dem ich gerade gespielt habe, die meisten Punkte im Gegnerteam. Der mit mir gerade nichts gerissen hat im Team. Nichts. Wie ihr hört, geht es mir wieder ein bisschen besser. Immer wieder ein Stückchen besser. Ein bisschen Husten hatte ich zwar heute noch und wenn ich rede, kriege ich auch noch so einen kleinen Hustenreiz oder so einen Hustenreflex. Aber so langsam pendeln sich alle wieder ein. Oh shit. Dem habe ich nicht gerechnet. Dem hätte ich aber rechnen können. Ah, der Dritte! Beim Dritten bin ich nicht, habe ich nicht genug durchgezogen. Mal lieber ein bisschen hinten bleiben. Die scheinen irgendwie Fliege-Action hier machen zu wollen. Habe ich mit meinen Hinterrädern getroffen. Nicht die Mitte durchsneaken. Oh. Der SWAT ist unterwegs. Da bin ich mal gespannt, wie SWATig der ist. Okay. Hat bei mir irgendwie komisch getroffen. Nein! Lol. Okay. Nose! Oh, was mache ich denn für eine Scheiße gerade? Ich krieg nichts gebacken. Das ärgert mich selber, wenn ich so kacke spiele.
Flop, langsam in die Mitte fallen lassen. Das wäre jetzt mein Plan. Deswegen habe ich den so ganz langsam dort von der Bande gespielt. Oh, jetzt stehen wir zu zweit. Dann muss ich wieder ein Stück zurück. Dann stehe ich zu weit vorne. Och, jetzt bin ich drüber geflogen. Jetzt fange ich an, über die Dinger zu fliegen. Oh, renne den. Wer macht ihn flach? Mein eigener macht ihn flach. Den wollte ich schön nehmen, wenn er wieder hochbounzt. Und er macht ihn flach. Oh, hat er reingeswordert, würde ich mal behaupten. Wir haben auch. Ich stand sich selber wieder im Weg. Das, was ich die ganze Zeit mache. Das hätte auch ich sein können dort, der dort den Ball aufhält. Und der ganzen Mannschaft im Weg steht. Was machst denn du? Ach, fahr doch nicht so viel rückwärts. Ach, er fährt halt echt rückwärts. Oh, warum? Warum? Er wollte echt rückwärts den blöden Boost mitnehmen. Wow. Kein Boost. Servus. Oh shit. Ich mache eine Scheiße. Ich könnte mich gerade in den Arsch beißen. Oh, ich wollte da ran und mache ziehen schon nach hinten und mache dann nochmal A, weil ich einen Doppelsprung machen wollte. Wieso mache ich so einen Kack? Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, könnt ihr sehen, wie ich voll betrübt da sitze und den Kopf schüttel. Ich könnte es auf ihn schieben, weil mich das extrem immer irritiert, wenn jemand direkt neben mir rumboostet und rumfährt. Aber das würde ihm nicht gerecht werden, weil er hat zwar verkackt, aber ich genauso. Ich war mir halt wieder verunsichert, weil er dort vorne steht und ich dachte, er macht den. Und dann fährt er halt zurück. Dann stehe ich wieder plötzlich vorne. Och, ich krieg einen Bumser von hinten. Ich krieg den Bumser von hinten, wodurch ich den scheiß Ball nicht mehr treffe. Oh, wieder jemand, der auf den Ball drauf ballert, obwohl da noch ein Teammate ist. Ach komm, Junge, fahr doch mal, beweg dich! Der steht mir zum dritten Mal im Weg. Ich hasse es, wenn das eigene Team die Bälle wegspielt. Die Moment, wo ich den haben könnte. Nö. Ja. Ah, so eine Kacke, Mann. Ich reg mich gerade über mich selber richtig böse auf. Weil ich echt verkackt habe. Dann kommt noch ein Typen zu, der mir immer im Weg steht, weil ich mit dem irgendwie einen Rhythmus habe, dass wir uns immer anfahren, ey. Gib mir das auf den Keks. Ach, Mann. Ah, lass mich wieder runterkommen jetzt. Eine Runde Path of Exile spielen. In dem Sinne wünsche ich euch bis bald, oder nee, bis morgen wieder. Bis zum nächsten Daily Ranking.